Ja, Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Herren Bürgermeister, Frau Preßlein-Lehner, meine sehr geehrten Herren Referent, ich will auch alle, die hier im Saal sitzen und zuhören und die an den digitalen Hörgeräten sitzen, wie ich das vorhin gelernt habe, recht herzlich begrüßen und ein paar Gedanken loswerden zum Haushaltsentwurf und zur Situation unserer Stadt. Bevor ich das tue, will ich aber auch heuer wieder, genau wie in den letzten Jahren auch, zuallererst mal allen Mitarbeitern, und ich betone allen Mitarbeitern der Verwaltung, für ihre Unterstützung auch unserer Fraktion danken. Ich will vor allen Dingen hier die Kämmerei herausheben. Die Kämmerei hat wieder eine hervorragende Arbeit geleistet. Herr Fleckiger an der Spitze, vielen Dank an Ihr Team dafür. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, in diesem Jahr zu erwähnen, dass es nicht notwendig ist, dass der Oberbürgermeister sich schützend vor die Mitarbeiter der Verwaltung stellt, so wie er das im April 2016 formuliert hatte, als wir debattiert haben über unseren Antrag, Transparency International beizutreten. Die Mitarbeiter der Verwaltung werden von uns genauso geschützt wie von allen anderen Fraktionen und Mitgliedern des Stadtrates hier. Bevor ich zu diesen Themen, zu denen ich heute in 7 verschiedenen Thesen Stellung nehmen möchte, komme, will auch ich ein kleines Zitat loswerden. Ich bin nicht ganz so weit zurückgegangen, dass ich bei Goethe nachgelesen habe. Ich bin schon in der Jetztzeit hängen geblieben bei unserem Bundespräsidenten Gauck, der am 23. Mai 2016 bekanntlich die Rede zum Verfassungstag gesagt hat: Kontroversen sind kein lästiges Übel, sondern notwendige Voraussetzung für das Gelingen von Demokratie. So unser Bundespräsident im Mai diesen Jahres. Und das gilt meines Erachtens auch für den Stadtrat von Ingolstadt, denn der Herr Oberbürgermeister hat es ja vorhin zu Recht erwähnt, die anderen Ansichten anderer Fraktionen, anderer Stadtratsmitglieder werden hier genauso respektiert wie in jedem Parlament. Meine 7 Thesen, die ich heute zusammengeschrieben habe, fangen damit an, dass ich sage, Ingolstadt braucht eine funktionierende Bürgerbeteiligung. Die Kollegin Klein hat jetzt schon erwähnt, dass das besser geworden ist. Da schließe ich mich ihr sogar an. Aber wenn ich daran denke, was wir im Jahr 2016 erlebt haben bei der Bürgerbeteiligung zum Georgianum, wo diese dritte Bürgerbeteiligungsstufe einfach mehr oder weniger in eine Präsentation eines Ergebnisses umgewandelt wurde, dann bin ich schon der Ansicht, das kann noch besser laufen. Und auch wenn ich mir die Themen Bürgerbeteiligung zum Rathausplatz und zur Fußgängerzone anschaue, dann kann das schon noch besser laufen. Und dann beteiligen wir die Bürger bei der Präsentation von Ergebnissen eines Europan-Wettbewerbs zur Haderstraße. Da stehen wir alle zusammen in der Haderbastei und schauen uns diese ganzen guten Ideen an. Und dann hoffe ich eben nur, dass diese ganzen guten Ideen nicht in der Schublade verschwinden. Und es gibt, und das hat Frau Kollegin Kleine auch schon angesprochen, eben diese Ergebnisse der Untersuchung der Katholischen Universität Eichstätt. Und wir sollten tatsächlich uns das mal genau alle anschauen, was da drin steht. Und wir sollten auch diese Maßnahmen, die da vorgeschlagen werden, meines Erachtens auch mal wirklich abklopfen, ob sie auch für uns umsetzbar sind. Weil ich nehme nur ein Beispiel raus, das sind unsere Bürgerversammlungen in Ingolstadt. Die Leute gehen da raus und sagen zu mir, das sind natürlich nur die, die mit mir reden, ist mir schon klar. Die sagen zu mir, das gibt's doch nicht, Herr Lange. Da stellen die sich 1,5 Stunden hin, bringen uns Präsentationen und Zahlen und Ergebnisse und erklären uns, warum das alles so notwendig ist. Und nach 1,5, 2 Stunden werden wir Bürger dann gefragt, habt ihr denn auch noch Fragen? Das geht so nicht. Das ist nicht Bürgerbeteiligung, wie sich die Bayerische Gemeindeordnung eine Bürgerversammlung vorstellt. Diese Maßnahmen aus diesem Maßnahmenkatalog, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die sollten wir uns in allen Fraktionen in aller Ruhe anschauen und sollten uns ernsthaft darüber Gedanken machen, was wir davon auch wirklich umsetzen können. Und das, was wir umsetzen können, das sollten wir auch umsetzen. Und wir sollten, um zum Georgianum nochmal zu kommen, Gruppen, die sich beteiligen wollen, wie unsere High-Noon-Gruppe, die sollten wir auch beteiligen. Und da finde ich, ist es eine Aufgabe der Stadt, auf diese Leute zuzugehen und sie einzuladen und zu sagen, kommt, lasst uns zusammensetzen, wir reden darüber, wie wir dieses Nutzungskonzept fürs Georgianum zusammen entwickeln. Kommunikation mit den Bürgern ausbauen. Und da bin ich auch anderer Ansicht als der Herr Oberbürgermeister, wenn es um Facebook geht oder
Ich habe ja gerade hier vom Kollegen Springer gelernt, dass selbst die Leserbriefe inzwischen ein Teufelswerk sind. Auch Facebook, meine Damen und Herren, ist kein Teufelswerk. Facebook ist eine neue, moderne Kommunikationsplattform, die wir alle nutzen sollten. Und in dem Zusammenhang mein Lob auch an unser Presseamt, denn ich sehe, dass die Plattform Facebook mehr und mehr genutzt wird. Und das ist auch richtig so. Hören Sie bitte damit auf, Facebook zu verteufeln. Meine zweite These ist, Ingolstadt braucht ein funktionierendes Compliance-System. Ich glaube, da sind wir uns ja inzwischen hier alle sehr einig, dass man da doch noch etwas Nachholbedarf hat. Im April 2016, ich erinnere mich an diese Debatte sehr gut, weil ich ja doch eine Stunde lang im Kreuzfeuer stand, da sah das noch anders aus. Korruptionsprävention und auch das Thema Compliance wurden damals nach meinem Dafürhalten tabuisiert. Es gibt keinen Ehrenkodex für unseren Stadtrat. Fehlverhalten, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat bei uns viel zu wenig Konsequenz. Und das gilt auch für die Dinge, die wir hören aus dem Rechnungsprüfungsamt. Und da möchte ich schon nochmal an Sie, Herr Heiß, ganz klar signalisieren, der Stadtrat ist Ihr Dienstherr. Nicht der Oberbürgermeister alleine, nicht der Oberbürgermeister mit seinen Bürgermeistern und auch nicht die Stadtspitze oder die sogenannte Stadtregierung, sowas kennt die Bayerische Gemeindeordnung alles gar nicht, sondern wir als Stadtrat. Und Sie können von diesem Stadtrat nur dann abgesetzt werden, wenn Sie Ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllen würden. Und dann auch nur mit einer Zweidrittelmehrheit. Das heißt, es müssten 34 von 50 Stadträten sagen, dass Sie das nicht ordnungsgemäß machen. Ich glaube, bei der Leistung, die Sie erbringen, wird Ihnen das nie passieren. Deswegen seien auch Sie mutig. Es gibt keine offiziellen Stellungnahmen zu Korruptionsvorwürfen und zu laufenden Ermittlungsverfahren. Da spricht man dann davon, dass das von Parteigruppen ausgenutzt wird, dass man über Vorwürfe aus anonymen Briefen spricht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Transparency International und alle anderen beschäftigen sich seit Jahrzehnten damit, wie man mit anonymen Hinweisgebern umgeht, wie man das konstruktiv nutzt. Die Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Bielefeld, die sagen ganz klar, 50-70% von anonymen Vorwürfen in Stadtverwaltungen, die sind zu Recht erhoben worden. Und wir, Herr Kollege Springer, wir setzen uns hier hin und sagen, nein, mit anonymen Vorwürfen wollen wir nichts zu tun haben. Das sind Schmähbriefe, die werfen wir sofort in den Mülleimer. So geht es nicht weiter. Wir brauchen unabhängige Ombudsmänner. Und zwar in allen Tochterunternehmen dieser Stadt. Wir brauchen durchgängig ein Mehr-Augen-Prinzip. Und wir brauchen, und da werden die Geschäftsführer und die Vorstände der Tochterunternehmen auch dankbar für sein, wir brauchen einen Public Corporate Governance Codex. Und wir brauchen einen Ehrenkodex für uns als Stadträte. Und ich habe mal einen mitgebracht der Stadt Köln. Da steht zum Beispiel drin, geschäftliche Beziehungen mit der Stadt oder mit städtischen Gesellschaften werde ich dem Oberbürgermeister und dem Ältestenrat anzeigen. Sonstige geschäftliche Beziehungen zu Dritten, die zu Interessenkollisionen bei der Wahrnehmung meines Mandates führen können, werde ich dem Oberbürgermeister und dem Ältestenrat offenlegen. Eine durchaus vernünftige Regelung, die uns vielleicht hier auch in Ingolstadt das eine oder andere Problem der letzten Wochen erspart hätte. Meine dritte These ist, der Stadtrat muss endlich wieder das entscheidende Gremium in dieser Stadt werden. Wir sprechen von Koalition und Kollege Springer hat es vorhin gesagt, von sogenannter Opposition. Aber wir erleben doch in dieser Stadt, dass ein Koalitionsausschuss in erster Linie entscheidet und hier im Stadtrat die Entscheidungen dieses Koalitionsausschusses zur Diskussion gestellt werden, aber die Entscheidung ja eigentlich schon längst gefällt ist und klar ist. Es wird sogar, und soweit geht der Oberbürgermeister in einem Brief an mich, aus dem Sie ja auch schon gehört haben, verboten, dass wir Stadträte über Ergebnisse aus Aufsichtsratssitzungen von städtischen Töchtern in unseren Fraktionssitzungen reden. Ich glaube, es ist an der Zeit, meine Damen und Herren, dass wir die Satzungen der Tochterunternehmen dringend wieder dahingehend ändern, dass der Stadtrat das entscheidende Gremium ist und nicht irgendein Aufsichtsrat von irgendeiner Tochter, wo sich dann 3, 4, 5 oder manchmal auch 12 Stadträte darüber Gedanken machen, wie sie mit den Informationen umgehen,
die sie erhalten. Und wir müssen auch endlich die Öffentlichkeit wieder informieren. Wir brauchen mehr Transparenz bei der Zusammenarbeit mit Audi. Ich höre immer im Finanzausschuss und im Stadtrat, da haben wir mit Audi drüber gesprochen. Das ist für mich noch keine Legitimation für irgendeine Entscheidung, wenn der Herr Oberbürgermeister mit Audi über irgendwas gesprochen hat. Und wir müssen damit enden, dass wir alles in städtische Tochtergesellschaften auslagern. Ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht. 2011 waren es noch 47, 12 dann 50, 13 51, 14 54 und jetzt sind wir inzwischen bei 57 städtischen Tochtergesellschaften. Eine Entwicklung, die ich für sehr, sehr, sehr bedenklich halte, weil sie nämlich Intransparenz schafft. Und wir können uns in Zukunft auch darüber Gedanken machen, wirklich städtische Aufgaben wie die Kultur wieder in die städtische Verwaltung zurückzuführen. Meine nächste These ist, Ingolstadt sollte sich auf die Kernaufgaben der Daseinsvorsorge rückbesinnen. Was haben wir denn gemacht in den letzten Jahren? Wir haben die Stadtwerkeanteile verkauft, wir haben die Kultur ausgelagert in eine gemeinnützige GmbH. Wir reden unsere rentierlichen Schulden, die wir jetzt heute noch besprechen, im Beteiligungsbericht klein. Wir schaffen einen sehr großen Instandsetzungsstau in unserer Stadt, beim Theater, bei den Schulen, im Georgianum oder im Technischen Rathaus und bei den Sportstätten. Und wir geben Geld aus für so wichtige Projekte wie, und das ist jetzt ernst gemeint, ganz wichtige Projekte, ein Mooshäusel oder eine Rathauslounge oder Kongresszentrum, könnte ich in der Reihe auch noch erwähnen. Statt dass man sich jetzt mal darüber Gedanken macht, wie wir das alles in die Stadt zurückholen, wie wir die Schuldentransparenz erhöhen oder wie wir einen Instandsetzungskatalog für unsere gesamte Stadt erarbeiten und diesen auch zügig umsetzen und wie wir die Instandhaltung der städtischen Immobilien nachhaltig gestalten. Der nächste Punkt ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ingolstadt sollte tatsächlich eine soziale Stadt mit Herz für alle Menschen sein. Wir reden seit der Neujahrsrede des Oberbürgermeisters über das Thema soziale Stadt in Ingolstadt. Aber das, was wir erleben, sind eigentlich Gebührenanhebungen, nicht nur im sozialen Bereich, auch in allen vielen anderen Bereichen. Es fällt diese Bürgerarbeit weg. Der Betreuungsschlüssel in den Kitas, über den wir heute noch mal reden werden, der wird mit einmal angehoben. Zuschüsse werden gekürzt für Stadtjugendring, Sportverein oder freie Träger. Und wir haben als Stadt eine Tochter, die IFG, die vermietet Immobilien. Und dafür bin ich vom Herrn Kollegen Dr. Schumann schon mal als Populist beschimpft worden. Aber man muss es trotzdem immer wieder erwähnen. Die unterhält und ist Eigentümer von Immobilien, in denen Niedrigstlöhne gezahlt werden. Das schafft ein Problem für eine Kommune. Und darüber sollten wir als Kommune uns auch mal Gedanken machen, weil diese Menschen, die dort mit diesen Niedrigstlöhnen jetzt abgespeist werden, die werden später auch mal schlechte Renten erhalten. Und schlechte Renten heißt für uns als Stadt, dass wir dort Zuschüsse an diese Menschen zu zahlen haben. Und das wird nicht weniger in Ingolstadt, sondern das Thema Altersarmut haben wir hier ja auch schon mal angesprochen, das wird mehr in unserer Stadt. Wir sollten Gebührenanhebungen, und da habe ich ja das Signal noch in den Ohren vom Herrn Finanzbürgermeister, in Zukunft maßvoll in kleinen verträglichen Schritten machen. Ich hoffe darauf, dass uns das in den nächsten Jahren dann auch so gelingen wird. Zum Landschaftspflegeverband, den ich für richtig hielte, sage ich jetzt heute auch nichts, nachdem der Referent das zurückgezogen hat. Aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, hoffe ich. Ingolstadt braucht eine Entspannung des Immobilienmarktes, und das ist mein vorletzter Punkt. Wir haben zu hohe Grundstückspreise. Wir vergeben städtische Grundstücke, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, im Bieterverfahren Grundstücke für Wohnzwecke. Und dann kommen so enorme Zahlen raus wie 1207 Euro pro Quadratmeter. Die zahlt jetzt jemand, um ein Wohnhaus auf ein Grundstück zu bauen und dann daraus Wohnungen zu vermieten. Welche Stadt den Fehler macht, und das steht in jedem Gutachten zur Immobilienwirtschaft, dass sie Wohngrundstücke im Bieterverfahren vergibt, die braucht sich nicht zu wundern, dass die Grundstückspreise orbitant steigen und dass im Nachzug dann eben auch die Mieten unbezahlbar werden für viele Menschen. Das ist unser Problem, was wir teilweise in dieser Stadt selbst geschaffen haben. Es gibt ja gute Wege. Das Modell Irgertsheim am Kirchberg hat uns ja gezeigt, dass das auch funktioniert. Wir sollten städtische Bieterverfahren zukünftig nur noch auf Gewerbegrundstücke beschränken.
Und wir forcieren alle zusammen, und das höre ich immer wieder gerne, den sozialen Wohnungsbau und auch den genossenschaftlichen Wohnungsbau in dieser Stadt. Der Stadtrat wird sich daran messen lassen müssen, was wir tatsächlich umsetzen in den nächsten 2-3 Jahren. Und ein letzter Punkt zu diesem Thema. Wir brauchen auch diese alternativen Wohnformen. Da passiert in unserer Stadt momentan noch gar nichts. Andere Städte haben alternative Wohnformen in Hülle und Fülle. Mehrgenerationenwohnformen und so weiter und so weiter. Nichts in Ingolstadt. Und meine letzte These ist, das ist mir auch ganz wichtig, die Stadt Ingolstadt ist kein Geschäftsbereich von Audi. Ich denke nur daran, wie das beim Grün-Weiß verläuft, die Unterführung Ettinger Straße, die ging ganz schnell, die Ostumfahrung Ettingen und alle Brücken in die Audi-Parkhäuser, die werden jetzt schon gebaut. Wir bauen eine Halle B auf einem Grundstück der Audi AG, das wir dann im Wege der Erbpacht einer Gesellschaft mit Audi zusammen nutzen, wo dann Audi wieder Miete an uns zahlt. Wir sprechen im Finanzausschuss über Nachtschichten, Produktionszahlen. Meines Erachtens ist das Wachstum, was diese Stadt in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt, viel zu schnell, forciert auch durch Audi. Da hätten wir uns als Stadt viel mehr dagegen stemmen müssen, hätten sagen müssen, wir müssen unsere Infrastruktur mitnehmen können. Und das kann man machen. Es ist ja so, finden ja so viele Gespräche statt. Und wenn es dann ums autonome Fahren geht, das hatten wir ja heute auch schon, dann möchte ich nochmal daran erinnern, dass autonomes Fahren es eben auch schafft, dass wir eine neue Autobahnausfahrt bekommen für diese letzte Meile, dass autonomes Fahren es auch schafft, dass wir Mauerreste über der Eselsbastei abreißen, weil wir ja jetzt gesehen haben, die Mauerreste standen nicht etwa den Mülleimern des Hotels im Wege. Nein, sie waren natürlich der Zufahrt und Ausfahrt des Tiefgaragenbereichs im Wege gestanden für die autonom fahrenden Fahrzeuge. Ich glaube, und das abschließend dazu, meine Damen und Herren, Emanzipation ist notwendig. Wir als Stadt sollten uns so weit wie möglich von Audi auch emanzipieren können. Und ein gedeihliches Miteinander, aber eben keine Unterordnung üben. Wir müssen die gewachsenen sozialen Strukturen, und dazu zähle ich auch ausdrücklich den Nordwesten, wir müssen diese gewachsenen sozialen Strukturen miterhalten. Das ist unsere Aufgabe als Stadtrat. Wir müssen eine Verkehrsinfrastruktur für die gesamte Stadt schaffen. Und wir dürfen Wirtschaftsförderung nicht als Subventionierung von Audi missverstehen. Die Stadtgesellschaft muss mit Audi zusammen gesund weiter wachsen. In den letzten Jahren ist es uns leider nicht gelungen, dass wir das schaffen. Und ein letzter Hinweis noch, und ich weiß, dass der Kollege Engert da schon an dem Thema dran ist. 2022 wird die erste bayerische Landesuniversität, die in Ingolstadt gegründet wurde, dieses Gründungsdatum sich zum 550. Mal jähren. Wir sollten jetzt schon daran denken, dass wir uns über die Geschichte unserer Stadt nicht nur im Georgianum, sondern auch insgesamt Gedanken machen und auch dieses Fest ordentlich, auch mit den nötigen finanziellen Mitteln vorbereiten. Vielen Dank.